Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist mal wieder der Michael Stahl und nach sehr langer Zeit mal wieder aus meinem Lieblingswald. Ja. Ihr wisst ja, vor ein paar Monaten habe ich so eine Aktion gestartet, so ja, über Bibelverse zu sprechen. Ja. Tatsächlich spreche ich über Bibelverse, weil ein guter Freund von mir, der einiges in seinem Leben durch hatte, der in einer Gang drin war, der im Gefängnis war, der drogensüchtig war, dass der zu mir gesagt hat, hey Micha, ich lese die Bibel nicht, du bist meine Bibel. Ja. Und das hat mich animiert, motiviert, ja, einfach so ein paar Sachen, die in der Bibel sind, auf meine Art und Weise den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Ja, harte Wochen, harte Monate liegen auch hinter mir. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen einen Einblick gewähren. Und das alles verbunden mit Hoffnung und mit Trost. Und möge Gott mir dabei helfen, ja, eure Herzen zu berühren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Vielleicht habt ihr schon mal ein Päckchen bekommen, wo Glas oder Porzellan drin war. Und dann steht da drauf, Vorsicht, zerbrechlich. Oder bei Fotoarbeiten oder Postern steht drauf, bitte nicht knicken. Ich glaube, dieses Vorsicht, zerbrechlich, das sollte jedem Menschen ja auf die Stirn geklebt werden. Vorsicht, zerbrechlich, dass wir daran erinnert werden, wie zerbrechlich wir Menschen doch sind und wie viele vielleicht auch schon wirklich gebrochen oder zerbrochen sind. Ich glaube, den ersten Menschen, den ich in meinem Leben so richtig erlebt habe, dass er zerbrochen war, das war vor fast 20 Jahren. Ja. Da habe ich ein Projekt gemacht in einer Großstadt in Bayern. Dann haben sie einen Jungen in der Schule auf unfassbare Art und Weise gequält, ihn gedemütigt. So schlimm, dass ich das hier gar nicht sagen kann. Und dieser Mensch war gebrochen. Er konnte von diesem Tag an, was man ihm angetan hat, nicht mehr richtig gehen. Ja? Denn jeder Schritt war bei ihm die Sorge, was passiert als nächstes. Er hatte jeden Tag Angst vor dem nächsten Morgen und eine unfassbare Menschenfurcht. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ihr Lieben, in den letzten Wochen und Monaten sind einige Bekannte aus meinem Umfeld gestorben. Durch plötzliche Krankheit, durch Unfall, durch lange Krankheit. Und mit der einen Person, ich rede jetzt nicht über Männer und Frauen, ist ja wurscht, um wen es da geht. Mit der einen Person durfte ich noch ein paar Wochen, bevor sie starb, frühstücken. Und das war so vital, so voller Leben. Ja. Und auf einmal ist dieser Mensch nicht mehr da. Der andere Mensch war sehr erfolgreich. Und von all dieser Stärke nichts mehr da. Und dann passieren Unfälle in unserem Leben und unser Leben ist nicht mehr so, wie es einmal war. Ich habe so viel Leid und so viel Tränen gesehen in den letzten Wochen und dann begegnen mir Menschen, die mir mitten aus ihrem Herzen berichten. Mitten aus ihrem Herzen. Ich bin in Vorträgen drin, ja, und da stehen starke, coole Leute vor dir, ja, machen noch so kurz vor Beginn des Vortrags so ihre Späßchen und machen auf cool, ja. Und da erzähle ich aus meinem Herzen. Und dann siehst du, wie der Blick sich verändert. Wie so manch Träne, ja, die Wangen herunterläuft. Und manchmal kommen sie zu mir her nach meinem Vortrag, so dass keiner sieht. Ich kann mich noch daran erinnern, es ist bestimmt 10 Jahre her, dass ein junger Mann mal zu mir herkam nach meinem Vortrag und hat gesagt, niemand darf wissen, wie ich wirklich bin. Im Prinzip bin ich einfach nur traurig und zerbrochen. Ja. Aber ich mache auf cool. Ja. Ich mache auf stark. Ja. Ich verletze die andere. Nur aus einem Grund, dass die Leute mir nicht zu nahe kommen. Und das habe ich in den letzten Tagen auch erlebt. Eine ähnliche Geschichte, dass ein Mensch, ein junger Mensch, nach dem Ende des Vortrages zu mir kommt und sagt, als du heute gesprochen hast, das war meine Geschichte. Es war meine Geschichte. Aber niemand darf das wissen. Niemand von den anderen darf wirklich wissen, wie es mir wirklich geht. Ich bin in Trainingseinheiten drin und sehe Menschen, starke Menschen, die kämpfen können, die robust sind, ja, die einen flotten Spruch haben, die am Ende des Trainings zu mir herkommen und wir in ein tieferes Gespräch kommen und wie man bei uns dann sagt, Rotz und Wasser weinen und uns die Abgründe ihres Lebens berichten. Der Herr
ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. So viel Zerbruch in unserer Gesellschaft. Ein jüdischer Religionswissenschaftler hat mal Folgendes gesagt: Wenn wir die Absicht haben oder das Bestreben, Menschen zu helfen, ja, dann müssen wir das Gute in ihnen entdecken. Wenn wir Böses über andere sprechen, dann legen wir nicht nur die Hässlichkeit der anderen auf, sondern decken die Hässlichkeit der anderen auf, sondern decken auch unsere eigene Hässlichkeit auf und alle, die dabei sind, auch. Wie oft erlebe ich das in den sozialen Netzwerken, dass man über Menschen herfällt, dass man streitet und jeder wirft dem anderen vor, was er Schlechtes getan hat. Und während wir das tun, ja, fängt die Wunde an zu eitern. Und wenn wir aber das Schöne in einem Menschen sehen, dann wird dieser Diamant zu leuchten beginnen. Das heißt nicht, Dinge, die schlecht sind, gut zu heißen. Es geht einfach um Verstehen lernen. Ich will dich verstehen. Es geht darum, dass wir einander wieder tiefer betrachten. Ja? In der Bibel steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich wünsche uns so sehr, dass wir diese Zerbrechlichkeit in jedem Menschen sehen. Dass wir vielleicht hinter denen, die gewalttätig und aggressiv sind, vielleicht auch, ja, Menschen sehen, die nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung und Liebe schreien. Dass wir hinter allen Gemeinheiten und Verletzungen auch erkennen, verletzte Menschen, aber geheilte Menschen tragen auch zur Heilung von anderen Menschen bei. Und in der Bibel steht auch, das geknickte Rohr wird er nicht knicken. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das heißt, wenn jemand ganz, ganz, ganz unten ist, dann wird Gott nicht noch draufschlagen. Wobei, nach all dem, was Menschen mir berichten, doch viele Menschen anders empfinden. Sie sagen, irgendwo kriege ich immer auf den Deckel. Und ich verstehe sie. Ich habe auf so vieles gar keine Antworten. So vieles nicht. Ich bin auch froh, dass ich keine Antworten habe. Denn wenn ich Gott erklären könnte, dann wäre es ein sehr, sehr kleiner Gott. Aber was ich weiß, bei einer der Todesfälle in den letzten Wochen, Monaten, da habe ich Gott 2-3 Tage angeklagt. Ich habe ihn angeklagt. Ich habe ihm so meine ganze Zweifel, meine Enttäuschung, ja, vielleicht habe ich mich enttäuscht, kann man nur werden, wenn man etwas erwartet, wenn man sich im anderen täuscht. Und Gott sieht ja mein Herz. In der Bibel steht, gib mir dein Herz, mein Sohn. Und so sieht's halt aus. Also habe ich 2 Tage lang gehadert und geschumpfen und auch geweint. Ja. Aber dann habe ich gemerkt, das auch zu meiner Frau gesagt, Jesus ist derjenige, der alles abkriegt, wenn es nicht läuft, auch von der Welt da draußen. Ja. Wo ist denn Gott? Wo ist denn dein Gott? Ja. Warum lässt er all das zu? Und ich habe so oft keine Antwort. Wobei man vieles, was ja in dieser Welt passiert, das haben ja wir selber zu verantworten. Wir wollen ja ohne Gott gehen und machen dann unser eigenes Ding und wundern uns, wenn es schief läuft. Der Pfarrer Wilhelm Busch hat mal gesagt, Pfarrer Busch ist Mitte in den 60er Jahren gestorben, hat ein wunderbares Buch geschrieben, Jesus, unser Schicksal. Da kam mal eine Frau zu ihm, die hat gesagt, wo ist denn ihr Gott? Ja, da hat sie geheiratet, ja, hat Kinder bekommen und der Mann, der sie gehabt hat, hat getrunken und sie geschlagen, ja. Und jetzt ist sie gegangen und steht alleine da mit 2 Kindern, ja, wo ist denn Gott? Und hat er gesagt, Moment mal, hat er gesagt, haben Sie eigentlich vor Ihrer Partnerwahl Gott darum gebeten, Ihnen den Mann zu schenken, den er gedacht hat? Nein, natürlich nicht. Da sagt Pastor Busch, da rennen Sie ohne Gott in Ihr Unglück. Sie machen Ihr eigenes Ding und wundern sich, wenn es schief läuft. Ja, Gott, ich glaube, Gott hält das aus, wenn wir ihm alles sagen, ja, unsere Bitterkeit, unseren Schmerz, unser Zweifel, aber er ist auch der einzigste Ort, wo ich persönlich Hoffnung bekomme, wo ich persönlich Trost finde und den Blick für die Ewigkeit habe. In einem Lied heißt es, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt.
Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Die Menschen, die in meinem Umfeld gestorben sind, einer Person habe ich, als ich das letzte Mal sah, ins Ohr geflüstert, ich habe dich lieb und Jesus liebt dich auch. Und mit der anderen Person, der habe ich auch gesagt, dass ich sie so lieb habe und habe sie geknuddelt. Bei der einen Person wusste ich, dass sie geht. Bei der anderen Person wusste ich nicht, dass es mein letztes Wiedersehen war. Leben wir so miteinander, als würden wir immer uns das letzte Mal sehen. Blicken wir tiefer, ja, wenn uns Menschen begegnen, die auch cool machen, die extrem stark sind. Wer weiß, was sie alles mit sich herumtragen. Der Schauspieler Robin Williams, der Mrs. Doubtfire gespielt hat, oder Calling Vietnam, der hat gesagt, jeder Mensch, dem du begegnest, jeder, steckt in einer Schlacht. Er ist inmitten eines Kampfes, von dem du keine Ahnung hast. Also sei bitte freundlich zu ihm. Sei immer nett zu ihm. Das ist es. Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Ich war die Tage in einem Schnellimbiss und die Verkäuferin, da waren ganz viele Leute da, und die Verkäuferin fragt, wer ist als nächstes dran, und ich war mit meiner Tochter drin und habe gesagt, Currywurst mit Pommes, ja, weil ich gedacht, ich bin dran. Da schiebt sich ein junger Kerl vor, fing an Theater zu machen und schrie herum, und ich sag, du, das habe ich nicht gesehen, habe ich gesagt, Verzeihung, ja. Dann schaut er mich an und sagt, ich muss nicht mit Ihnen reden. Boah, war ganz verwundert, habe ich gesagt, alles gut, habe ich gesagt, ich habe sogar noch ein Lächeln gehabt, ja. Und dann sagt er, wir können gleich rausgehen, ja. Da denke ich mir, ich habe das auch mit ein paar Leuten besprochen, und zwei haben dann gleich gesagt, boah, denn mit dem werde ich rausgehen. Nein, nein, gar nicht. Er ist wie ein Hund, der bellt. Und wir wissen doch, manche Hunde bellen nur, um Aufmerksamkeit, Anerkennung und Liebe zu erhaschen. Und ich habe ja Angst vor Hunden. Ich bin gerade wieder im Wald unterwegs und da habe ich immer die Sorge, dass vielleicht ein Hund kommt. Das ist mir schon öfters passiert. Und einmal ist ein riesengroßer Hund an mir hochgesprungen und fing an zu bellen. Und die Besitzerin hat gesagt, er bellt nur so laut, wenn er gestreichelt werden will. Und als ich in die Augen des jungen Mannes sah, da habe ich eigentlich nur ein kleines verletztes Kind gesehen. Obwohl er schon 17, 18 war, aber ich habe nur einen kleinen verletzten Jungen gesehen. Mit vielen Brüchen in seinem Leben. Und wenn ich mich nicht getäuscht habe, dann war er auch zugekifft. Ja, wenn das, was unser Herz braucht, nicht bekommt, so, jetzt wäre er gestürzt auch noch, dann müssen wir den Schmerz betäuben. Wir flüchten in Arbeit, in Pornografie, in was weiß ich was alles. Oder wir betäuben uns mit Drogen, weil wir den Schmerz des Zerbruches nicht mehr ertragen können. Und doch möchte ich mit all dem, was in meinem Leben geknickt ist, mit diesem glimmenden Docht, der manchmal droht auszugehen, möchte ich zu Jesus gehen. Ich möchte ihm alles sagen, was mir schwer ist. Alles, alles. Und er weiß doch, er kennt doch mein Herz. Aber ich will es aussprechen, weil Dinge, die wir aussprechen, die beginnen zu heilen. Und ihr Lieben, ich glaube, Augustinus war es, der gesagt hat, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. So schön. Wie rastlos und wie ruhelos wir sind. Was habe ich in den letzten Wochen und Monaten nicht alles gesehen und zu hören bekommen? Drogensüchtige, Obdachlose, Gewalt, Mobbing, Chaos, von all dem haben die Menschen mir berichtet. Es ist unfassbar, was wir uns antun, mit wie viel Zerbruch wir Menschen herumlaufen. Und da gibt es diese Geschichte von Spuren im Sand. Wer die Geschichte nicht kennt, ich möchte sie ganz kurz erzählen. Da stirbt ein Mann und sein Leben gleicht einem Fußpaar, Abdrücke im Sand. Und er schaut zurück und er ist dann irgendwann mal Gott und schaut sich so sein Leben an und dann sieht er dieses zwei Fußpaare, also diese zwei Füße, diese Abdrücke im Sand. Und
und immer dort. Und dann sieht er, dass noch ein zweites Paar nebendran war. Und dann fragt er Gott, wer war das? Ja, ich sag's mal ganz einfach. Ganz genau kenne ich die Geschichte auch nicht, bis ins letzte Detail. Und dann sagt Gott, ich bin immer an deiner Seite gewesen. Immer, immer. Und dann schaut der Mann sich genauer diese Fußspuren an, diese Doppelpaare. Und dann sieht er in den schwierigsten Momenten seines Lebens, sieht er nur noch ein Paar. Und dann sagt er zu Gott, guck mal, da wo es mir schlecht ging, da sieht man nur ein Fußpaar. Wo warst du in dieser Zeit? Und dann sagt Gott, in dieser Zeit habe ich dich auf meinen Händen getragen. Das ist schön, das berührt mich, ja, es berührt auch ganz, ganz viele Menschen. Aber mir reicht es nicht. Mir reicht es einfach nicht. Als ich meinen Herzinfarkt hatte und ich kollabierte und dann in die Klinik gefahren wurde, nach Tübingen, in die Uniklinik, und die mir die Klamotten vom Leib gerissen haben, da lag ich nackt auf dieser Liege, Pritsche, Bahre, keine Ahnung, wie man das nennt. Und als die Diagnose feststand, Herzinfarkt, als sie mir einen Herzkatheter legten und als ich Todesängste bekam, da habe ich zu Jesus gesagt, also erstmal habe ich nochmal Ja zu ihm gesagt. Ich habe ihn so lieb. Ich bin kein Vorzeigechrist. Ich habe ihn so lieb. Ich habe so Verzweiflung und Chaos noch in meinem Leben. So viele Dinge, mit denen ich manchmal gar nicht klarkomme. Ja? Aber ich habe ihn lieb. Die Leute sagen immer, wenn es Dinge gibt, die dich belasten, du musst es abgeben. In 53 Jahren hat mir das noch keiner richtig erklärt. Da muss mir jetzt auch keiner eine E-Mail schicken. Ja, ich komme da eh nicht mehr hinterher. Aber die haben gesagt, du musst abgeben. Ja, guck mal, ich bin hier gerade im Wald unterwegs. Ja, ich gebe ab. Ich sage ihm wirklich alles. Alles. Ja. Und dann komme ich aus dem Wald raus, ist alles wieder da. Ja. Aber da sage ich ihm auch, hey, es ist wieder da. Ich kann ihm alles sagen. Alles. Weil ein Kind seinem Papa alles sagen kann. Den Sternen, dem Universum kann man auch alles sagen. Aber es ist kein Du gegenüber. Was soll da zurückkommen? Und was soll Daumen drücken und der ganze Wahnsinn? Was soll das bringen? Was denn? Wo bringen Glücksbringer ihr Glück her? Und so lag ich damals da in dieser Uniklinik, dann in dieser Notfallaufnahme drin, während die Leute da, ja, mir mein Leben retteten. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, ich weiß, dass du da bist. Das weiß ich doch. Denn es ist ja sein Name, Jahwe, ich bin für dich da. Und natürlich ist er da. Aber das reicht mir nicht. Ich will dich spüren. Ich will dich spüren. Wenn man getragen wird, dann spürt man doch die Hände. Dann lässt doch der Druck vom Boden, ja, der lässt doch nach. Du bist wie schwerelos. Ja. Und wer schon mal ein kleines Kind getragen hat, ja, das Schmerzen hatte, das Albträume hatte, ja, der hat es so gewogen, ja, so hin und her gewippt. Und manchmal singt man auch ein Lied. Ich möchte dieses Wippen in den Händen Gottes spüren. Ich möchte hören, wie er in mein Ohr flüstert und mir ein Liedchen singt. Denn solange wir singen, ja, macht sich keine Angst in unserem Köpfchen breit. Singen ist etwas Wunderbares. Ich habe damals an diesem 21. Februar 2018 Gott darum gebeten, wenn du mich schon trägst, dann will ich dich auch spüren. Und jetzt könnte ich wieder weinen. Ja, ja. Und ich habe ihn gespürt. Mitten in meinem Zerbruch. Ich habe euch keine glasklaren Antworten. Aber so wie es im Psalm 23 drinsteht, und ob ich schon wanderte im finstersten Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist ja bei mir. Denn du bist bei mir. Doch, ich habe manchmal noch Angst in den dunklen Tälern. Ich gebe es zu. Wenn ich mit einem kleinen Kind unterwegs wäre, ja, und es würde Angst haben, würde es mir aber nicht sagen, macht nur auf hart und auf cool, ja, dann würde ich mir denken, hat dieses Kind kein Vertrauen? Ich habe Vertrauen in meinen Papa, ja, und sage ihm, ja, ich habe Angst, ja. Jetzt fehlt es noch ein bisschen an Vertrauen, ja, dass ich weiß, ich kann ihm zwar alles sagen, dass er aber auch mich in diesen dunklen Stunden hält und führt. Da braucht der Michael auch noch ein bisschen. Und viele Menschen sind in den letzten Tagen und Wochen zu mir hergekommen, und das berührt mich total. Die haben gesagt, sie schauen diese Videoclips an und es tut ihnen so gut. Und ich weiß von so manchen da draußen, ja, der auf hart macht, der aber so zerbrochen ist, dass er diese Videos heimlich schaut.
Und dir möchte ich sagen, Gott hat dich so lieb. So lieb. So lieb. Ich habe dir keine bessere Antwort. Der Leib Christi, ja, sein Brot, ja, wird gebrochen, weil er gebrochen wurde. Ja. Sein Leib wurde gebrochen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Wie sehr muss Gottes Jesus Herz gelitten haben im Garten Gethsemane, als seine Freunde ihn verlassen haben, als die Menschen, die noch geschrien haben, Hosianna, 5 Tage vorher am Palmsonntag, 5 Tage später riefen sie, kreuzigt ihn. Wie sehr muss sein Herz darunter gelitten haben. Wo immer du gerade durchgehst, Jesus versteht dich. Er versteht dich. So machen wir uns auf und sehen das Gute in den Menschen, sehen hinter all dem Geschrei und diesen Drohungen und diesen Verletzungen vielleicht die Schreie nach Liebe dahinter. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Vielleicht sprechen wir das auch wieder ganz offen aus. Ja, du, in meinem Leben sieht so aus. Du, ich habe zu Hause Gewalt erfahren oder woanders, und bevor ich dich jetzt in der Schule und am Arbeitsplatz auch quäle, nur weil ich diesen Müll und diese Verletzungen weitergebe, möchte ich dir gleich sagen, so sieht es in meinem Leben aus. Vielleicht haben wir den Mut zu sagen, hey, ich betäube mich, ich kiffe, ich saufe, keine Ahnung, ja, weil ich so einen Mangel an Liebe habe und weil etwas zerbrochen ist in mir. Denken wir daran, Dinge, die wir aussprechen, die beginnen zu heilen. Bring es vor deinen Gott. Und ich habe erst vor kurzem gelesen, dass in Japan, wenn da gibt es irgendwie so eine spezielle Kunst, ich weiß nicht, wie sie heißt, wenn Porzellan zerbrochen ist, ja, dann klebt man das wieder zusammen, auch mit Goldstaub. Ja. Und danach, ja, ist dieses Porzellan, dieses Gefäß, ja, ein Unikat, und es ist noch viel, viel wertvoller als zuvor. So kann Gott, und das soll kein schwacher Trost sein, die Brüche deines Lebens zu etwas unfassbar Kostbarem machen, zu etwas Wertvollem, nicht nur für dich selber, sondern für viele in dieser Welt. Aber zeig dein Herz. Zeig es deinem Gott. Ja. Sei offen. Such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Ja. Sprich über dein Herz. Denn er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ja, ihr Lieben, ich wünsche uns allen, dass wir Gottes Hände spüren, wie sie uns tragen. Das Universum kann dich nicht tragen. Eine universelle Energie kann dich auch nicht tragen. Irgendwelche Zaubersprüche auch nicht. Nur die Hände Gottes. Nur die Hände Gottes. Auch wenn es manchmal sich ein bisschen abgedroschen anhört, aber wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hände. Manchmal fällt es mir schwer, das zu glauben. Manchmal bin ich so traurig und ja, manchmal auch wütend, ja, über all das Elend, was ich sehe. Und doch, tief in meinem Herzen weiß ich, so wie es ein Freund von mir mal gesagt hat, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ihr Lieben, bleibt dran bei meinem Kanal, teilt es mit vielen, und vielleicht tun euch die Impulse gut. Und vielleicht sprichst du jetzt mit deinem Gott. Er sieht dich, er hört dich. Er kennt dein zerbrochenes Herz. Er weiß, warum du schreist und mobbst. Er weiß, warum du gewisse Dinge machst und vielleicht auch nicht. Er kennt dein Herz. Fang an, mit ihm zu reden. Er liebt es. Ja, ihr Lieben, Montag, 2. Oktober, Premiere unseres Films 55 Männer im Gospelhaus. Dann bin ich am 8. Oktober in Nördlingen in der Gemeinde Gottes um 10 Uhr zu dem Thema vom Abseits ins Leben. Ich habe ein neues Buch geschrieben über Fußball, weil ich Fußball mag und ich liebe Jesus, und die zwei Dinge habe ich miteinander verbunden. Genau, und Anfang Oktober startet die MSE Protectics Block Trainerausbildung. Ist hier irgendwo eingeblendet, und vielleicht sehen wir uns irgendwo. Gell? Bis dahin, schön, dass ihr mit mir ein paar Meter gelaufen seid. Ja? Hat gut getan, mit euch zu reden, zumindest mal euch die Impulse zu geben. Bis hoffentlich bald im echten Leben. Liebe Grüße, euer Micha. Jesus hat euch lieb.
Mannsein hat nichts mit Stärke zu tun. Mannsein hat mit Klarheit und mit Haltung zu tun. Es beginnt alles im Herzen. Die Handschlagqualität, das ist's. Das ist die Visitenkarte des Mannes. Aber ihr seht, diese Schutzräume sind überall, also diese Bunker. Ich glaube, dass Geld keine wirkliche Sicherheit gibt. Und Geld gibt auch keinen Halt. Sicherheit ist eine Illusion. Das ist der Haken. Ich kann jetzt sagen, wahrscheinlich hat mir Gott gefehlt. Ich wünsche mir, dass wir einfach dazu beitragen, einander gesund zu lieben. Und die Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. Geht nach Hause und sagt euren Familien, wie lieb ihr sie habt. Auf was warten wir? Schokoladenersatz. Bring ich meine Frau mit. Hier kann man die Seerobbe machen. Oh. I just want you to know that you can.